Zunächst laden wir OBS Studio herunter unter der eingeblendeten Adresse und wählen die Windows-Kachel aus. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Nach der Installation werden Sie gefragt, wie OBS optimiert werden soll. Wir entscheiden uns für die mittlere Option, für das Aufnehmen-Optimieren. Das hier oben ist dann das eigentliche Videofenster, doch wir müssen erstmal sozusagen unsere Bühne bereiten. Wir gehen hier auf Quellen, nehmen das Pluszeichen, sagen Videoaufnahmegerät, klicken auf OK. Dann wird meistens schon die Webcam gefunden, hier ist sie. Wir nehmen aber nicht den Gerätestandard, wir wollen das benutzerdefiniert machen und wählen als Auflösung 1280x720. Das reicht in der Regel eigentlich auch aus. Dann müssen wir noch etwas ändern, und zwar gehen in Einstellungen, gehen dort auf Ausgabe und stellen etwas um, nämlich die Voreinstellung ist hier leider MKV, das können wir aber auswählen. Wir sagen, wir wollen nachher MP4 haben. Zur Mikrofoneinrichtung gehen wir wieder auf Einstellungen, suchen uns dort Audio aus und aktivieren das Mikrofon, das bei uns Standard ist. Ja, und jetzt kann man dann auch die Aufnahme schon starten. Ein weiterer Klick auf Beenden speichert die MP4-Datei ab. Jetzt befinde ich mich in It's Learning und füge eine Ressource zu einem Kurs hinzu. Dazu wähle ich die Datei aus, und zwar genau die Datei, die ich gerade erzeugt habe mit OBS. Das Ganze wird dann noch abgespeichert und ist sofort sichtbar. Schneiden kann man die Datei allerdings nicht mit OBS.